Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, eigentlich würde ich jetzt sagen, herzlich willkommen zurück auf Maroon, unserer Sumpfchorinsel. Aber die Insel gibt es nicht mehr, denn anscheinend haben meine Kinder, als sie die Switch in der Hand hatten zum Spielen, den Spielstand gelöscht. Das heißt, als ich weiterspielen wollte, vor ein paar Tagen, hab ich festgestellt, dass ich gar keinen Speicherstand mehr habe und musste neu anfangen. So, und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Mache ich das alles nochmal? Und ich war irgendwie ziemlich demotiviert und ja, habe mich dann dazu entschieden, eine neue Insel anzufangen, die ihr jetzt hier sehen könnt. Ich habe schon die 3 Sterne erreicht, ich bin am Terraform, ich bin am Blumenzüchten. Ich zeige euch mal eben die Map. Ich habe auch schon ein bisschen was dekoriert. Hier die Bewohner seht ihr, die ich bis jetzt schon habe. Und ja, ich spiele hier so ein bisschen vor mich hin. Hier versuche ich gerade die grünen Chrysanthemen zu züchten. Hier haben wir schon mein Haus und auch hier haben wir einen Ballon, den holen wir natürlich. Ja, hier habe ich schon ein wenig dekoriert, also hier meinen Garten habe ich dekoriert, hier den Eingang. Und wie ihr sehen könnt, soll es ein wenig, ja, Forestcore-mäßig werden. Hier haben wir, Wuffys, Garten habe ich auch schon dekoriert. Beziehungsweise ist es so mittendrin, denn ich muss die Bäume noch stunnen und ein bisschen wachsen lassen und so. Und ja, die habe ich hier auch schon dekoriert, aber ich habe, dadurch, dass ich eben jetzt hier neu starten musste, mit euch eine neue, ja, Series vor. Und zwar muss ich dazu fliegen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, am Hintergrund jetzt schon, fliegen wir auf die Ferieninsel. Und zwar zum allerersten Mal. Seht ihr ja, ich war noch nichts, ich habe noch nichts gemacht. Und wir starten jetzt eine, ja, Videoreihe, die wahrscheinlich ziemlich lange dauern wird, was aber nicht schlimm ist. Denn wir gestalten jedem einzelnen Bewohner oder jeden einzelnen Nachbarn, den es gibt und eventuell auch NPC, von dem ich vielleicht die Amiibo-Karte habe, wir gestalten jedem. Hier mal ein gutes Bild vielleicht. Oh, ich war zu langsam. Wir gestalten jedem Bewohner, den es eben gibt, ein kleines Ferienhaus. Und dazu wird es jeweils immer ein Video geben. Entweder ein Video, in dem ich 2 Häuser gestalte oder nur ein Haus. Das werden wir sehen. Aber das ist der Plan. Und zwar werden wir Häuser gestalten. Und dazu starte ich heute mit euch das DLC hier. Zum allerersten Mal fliegen wir auf die Insel gemeinsam und gestalten natürlich das allererste Haus zusammen. So, frisch gelandet begrüßt mich hier auch schon Bono. Und dann zeigt er uns jetzt den Weg zu Carlotta. Ja gut, dann folgen wir ihm. Hier ist der Strand noch leer. Ich bin sehr gespannt, aber wir machen das jetzt gemeinsam Schritt für Schritt für jeden Animal Crossing Bewohner. So, hallo Carlotta. Sie hat uns schon erwartet. Das ist ja super süß. Ich sehe schon, die Schifflehre ist eines der ersten Sachen, die ich wahrscheinlich kaufen werde. Ja, schön, dass wir ihr zukünftig zur Hand gehen. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt das Gequatsche an. Und dann suchen wir uns zusammen eine Uniform aus und begrüßen dann auch gleich den ersten Ferienhausbewohner. So, hier sind wir bei der Arbeitskleidung. Jetzt schauen wir mal. Können wir irgendwas Lustiges anziehen? Einen Hut? Ja, Brillen haben sie auch. Ich bin jetzt kein Freund von den Brillen, die wir hier so sehen. Ja. Das vielleicht. Das sieht auch ganz cute aus. Sonst brauche ich noch irgendeine Mütze. Was ziehen wir denn auf?
Gehen wir mit der Ananas? Eigentlich schon, oder? Ich würde sagen, wir gehen mit der Ananas. Und den Baströckchen vielleicht. Ja, ja, das ist witzig. Das nehmen wir. So, werden wir dekorieren, würde ich sagen. Und dann warten wir, bis der erste Ferienhausbewohner kommt. Oh, Wunder! Pünktlich zur benötigten Kundschaft kommt auch schon die gute Frauke. Sie ist, glaube ich, von jedem der erste Bewohner, außer man hat sie auf der Insel. Dann kommt jemand anders, aber ich habe keine Ahnung, wer, denn ich hatte sie noch nie auf einer Insel. So, dann wandern wir mit der Guten an unseren Besprechungstisch und schauen mal, was sie sich so vorstellt. Bitte, in allen Details wollen wir deine Vorstellungen hier wissen natürlich. Mein kleiner Lesesaal. Alles klar, dann suchen wir ihr einen Platz aus und starten los. So, wir sind angekommen bei der ersten Ferienhausinsel. Außen können wir ja noch nicht dekorieren, aber wir starten natürlich im Inneren des kleinen Häuschens. Und ja, ich bin gespannt. Und ich würde sagen, wir legen auch einfach direkt los. So, könnt ihr mal jetzt einfach aufhören zu quatschen? Ich würde jetzt gern dekorieren. Hallo, hallo. Bono. Psst, psst, psst. Bono. Bono, komm zum Punkt. Es ist gut. Ich weiß, wie ich das mache. Bono. Wie der kleine Affe kann genauso viel reden wie Tom Nook. Das ist so furchtbar. Wirklich furchtbar. Könnt ihr jetzt einfach aufhören? Dankeschön. So, wir öffnen hier mal die Pakete. Und jetzt gucken wir mal, ja, die Erklärungen, die uns Bodo schon gegeben hat, hören wir uns nochmal an. Was haben wir denn für Tapeten? Wir haben jetzt nicht besonders viel Auswahl, würde ich mal sagen. Ah, welche Farbe nehmen wir denn? Ich glaube, ich mag grün. Jetzt zu dem grünen irgendwie. Ich glaube, grün in grün sieht jetzt nicht so toll aus. Ah, wir könnten das hier machen, glaube ich. Gut, dann gibt es einen schönen Teppich. Oh, der ist jetzt auch nicht so der Burner, oder? Ja, wir lassen jetzt mal den da. Und ich würde sagen, wir gehen mehr in die helle Richtung. Und zwar vielleicht mehr so. Weiß er nicht, vielleicht kann man hier irgendwie so ein kleines, ja. Ich habe mir noch kein Konzept überlegt. Das wird das Problem sein, denke ich mal. Vielleicht irgendwie so. Dass wir hier so einen kleinen, ja, Space haben. Und die hier vielleicht auch dann ins Weiße umgestalten. Ich doch eher so. Und kann man den drehen. Man den vielleicht hier so drunter legt. Und die Bücher würde ich auch eher so irgendwie. Vielleicht einen Bücherstapel hier so hin. Obwohl, vielleicht doch eher hier. Jetzt schauen wir mal, was wir hier alles noch so haben. Haben wir kleine Schuhe. Ich hätte gerne kleine, können so süße Söckchen mal nehmen. Und Schuhe. Was haben wir denn? Wir nehmen diese Schlupfschuhe und die Socken. Die hätte ich auch gerne drin. Ups, das wollte ich nicht. So, was haben wir denn noch so im Angebot? Jetzt vielleicht mal eher hier nach vorne schauen. Ein kleines Tischchen. Eine Couch. Vielleicht mit einem kleinen Tisch vorne dran. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Ja, und vielleicht noch eine kleine Lampe. Und hier müssen wir gleich mal schauen, wie wir das machen. Auf alle Fälle, ich das hier vielleicht erstmal aus dem Weg stellen. Haben wir hier irgendwas, da wir weiß, irgendwas Schönes in Grün? Ist nicht so, passt es?
wird das hier. Nee. Auch irgendwas, ja, dann nehmen wir lieber weiß. Dich mal auf die Seite, denn ich wollte das hier hinstellen. Die Socken können wir hier so, ne, ein Stückchen noch da. Ja. Kannst du mal aus dem Weg gehen, meine Liebe? Geh mal weg. Hier vielleicht eher so. Ja. Und das hier auch weiß umgestalten. So vielleicht. Und dann bräuchten wir da hinten noch irgendwas, ne? Passt das da rein oder nehmen wir lieber das Offenregal? Hast du da hinten hin? Nee. Das heißt, ich müsste das hier eins weiter nach da packen, richtig? Also all das hier eins weiter nach hier und dann kann ich hier das Offenregal reinstellen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, so würde es vielleicht besser aussehen. Und das, kann man das auch weiß machen? Ja, perfekt. Jetzt gefällt mir aber der Schirm irgendwie nicht. Gibt's dich in Grau? Ja, das ist besser. Das ist besser. Hier vielleicht diesen beigen Topf dazu. Ja. Ja, ist gar nicht so schlecht bis jetzt. Dann schauen wir mal, was haben wir hier so? Vielleicht hier und so ein kleines Kissen noch. Dann müssen wir das hier drauf packen. Und das Kissen, das hier auf dem Boden. Vielleicht irgendwie hier irgendwas, was so ein bisschen passend ist. So vielleicht. Okay, dann hätte ich gerne noch ein kleines Buch, das wir vielleicht irgendwie hier so hinlegen können. Das ist ein anderen Rahmen, eher vielleicht das Grüne. Ja. Okay. Was haben wir hier noch? Das hier können wir noch benutzen und die Buchstütze und dann irgendwas, was dann noch zum Kaffee auf den Tisch kann. Vielleicht der coole Brotkorb. Das gibt es, glaube ich, ja auch in so einem Weiß-Grün. Hierhin. Und hier nehmen wir vielleicht die blauen Bücher. Die, glaube ich, passen so am besten. Ja. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch an die Wand hängen können. Dich gibt es, glaube ich, in Weiß. Genau. Dass wir hier vielleicht so eine Art Stufenregal machen. Hier haben wir noch. Gibt es dich nicht auch in Weiß? Blau, Weiß hier. Hier vielleicht auch zwei so. Dann haben wir hier noch eine ziemlich leere Wand. Da kann ich mir jetzt zum Beispiel die Pinnwand gut vorstellen. Die kann man auch in Weiß und dann mit so einem grünen Bild. Das, glaube ich, ist gar nicht so schlecht. Sonst, was kann man hier noch so an die Wand? Vielleicht machen wir noch eine Uhr hin, die wir einfach so hinhängen. Und hier gefällt mir wahrscheinlich der hier am besten mit den Grünchrysanthemen. Und dann haben wir noch, das kann ich nicht umgestalten leider, aber ich glaube, hier könnte ich den Rahmen ändern. Ah ja, da hätte ich dann auch gerne den weißen Rahmen. Ich würde das vielleicht so machen. Und sonst vielleicht hier dieses Bild auch anders. Gibt es da irgendwas, was so passend ist? Vielleicht die hier. Ja, und die können wir hier noch hinhängen. Mal eins rüber. Hallo. Ja, danke. Dann haben wir noch eine leere Wand. Wir haben so viele leere Wände, aber irgendwie so wenig, ja, Wanddeko. Das ist irgendwie, ja, jetzt nicht so der Burner, dass wir hier nicht so viel haben. Ja, wir nehmen jetzt die Wandbegrünung noch, würde ich sagen. Haben jetzt hier nicht so viel Auswahl. So vielleicht? Oder eher so. Ja. Und dann schauen wir, haben wir noch was für die Decke? Haben wir? Nein, wir haben nichts für die Decke. Okay. Ja, dann ist das wahrscheinlich so das Beste,
das wir an der Wand tun können. Ich würde hier gerne noch so einen kleinen Hocker mit hinmachen. Ja. Doch, ich glaube, das ist ganz gut, würde ich mal sagen. Und ja. Meine Liebe, wir sind fertig. Ja, es ist fertig. Sehr cool. Und dann gucken wir uns gleich mal an, wie sie es so findet. Ich bin gespannt, wie die Aufnahmen so werden. Weil wir hatten nicht so viele Möglichkeiten. So, ein schönes Foto habe ich auch gemacht. Und damit haben wir tatsächlich schon das erste Ferienhaus fertig. Ich bin ganz zufrieden damit. Ich denke, mehr können wir nicht erwarten von den ersten Möbeln. Ja, und damit haben wir die erste Folge einer ziemlich langen Reihe jetzt angefangen. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ihr dürft mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren dalassen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss!